Die Neugier. Die Neugier. Die Neugier. Und die Neugier. Habe ich schon die Neugier gesagt? Okay, hier ist Sackgasse. Ja, da ist Sackgasse. Da geht's auch nirgends weiter. Okay. Da suppt das Wasser einfach nur so rein. Und dann sind wir mal hier. Und hier. Und dann geht's da oben weiter. Okay. Also nehmen wir mal dich mit. No, schade. Okay, also Sticky, Sticky. Zack, zack, zack. Raus mit dir. Und da wieder rein. Zack, zack, zack. Dich wollte ich dahin hauen. Genau. So. Wunderbar. Dann würde ich 4 sagen und Fackel. Oh. Okay, das war's schon. Ja, dann nehmen wir hier noch die Kohle mit. Muss ich gerade mal gucken. Erstmal essen wir. Ist ja total sättigend. Okay, das heißt, wir ersetzen dich da mal. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. So, dann können wir hier 4 sagen. Und dann würde ich sagen, 1, 2, 3. Dann hier. So vielleicht. Genau. So, und dann haben wir dich hier und dann nehmen wir da noch Kohle mit. Kohle. Kohle. Platz. So, da haben wir noch Kohle. Da haben wir Kupfer. Da haben wir Kupfer, da haben wir Kupfer, da haben wir Kohle, da haben wir Kohle, da haben wir Kohle, da haben wir Kohle. Okay, aber bevor wir da weitergehen, nehmen wir mal das Kohle noch mit. Bevor wir das auch noch verpassen. So. Wunderbar, dann machen wir hier mal das Loch weg. Da oben haben wir auch noch Kohle. Okay. Sammeln wir hier mal den Schotter ein. Ich weiß, ich wollte eigentlich gar nicht in diese Höhle, ich wollte eigentlich in einer anderen Höhle sein, aber es ist okay. Hier gibt es auch ein paar Dinge zu holen. Außerdem haben wir da eine hübsche Höhle gefunden. Ups.
So, und was haben wir hier? Kupfer, genau. So, und dann würde ich hier vier Fackel dahin. Kannst du wieder weg? Vier. Okay. Ich wollte gerade sagen, da hinten geht's schon wieder ins Freie, aber tut's nicht. Es war einfach nur ein Grafikfehler. So. Okay, also wir ziehen hier halt ein bisschen dieses Gezuppel aus der Wand. Und da hinten sind wir dann auch eigentlich durch. Na komm. So, wir arbeiten uns ein bisschen nach oben, damit wir uns nachher reihum runter arbeiten können. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. Wobei, nach oben arbeiten ist eigentlich auch nicht so schlimm. So, machen wir hier mal ein bisschen Licht wieder. Zack. Schaufel haben wir ja noch hier unten. Ist aber gar kein so kleines Feld hier, muss ich sagen. Ich dachte erstmal, das ist so total putzig, aber momentan sieht es gar nicht so klein aus. So. Aber jetzt haben wir die Wand erreicht, ne? So. Du und dann können wir hier mal so mit einer der Gründe ist nämlich der, da muss ich echt häufiger dran denken, weil wir haben ja hier auch Ressourcen in den Wänden normalerweise. Da kommt man halt einfach viel einfacher hin, wenn man sich von oben nach unten arbeitet. So. Tumtidum. Tum, tum und tum. So, dann können wir jetzt hier nämlich sagen, Kohle kommt raus. Kohle kommt raus. Und die Kohle können wir auch noch mitnehmen. Und die Kohle können wir auch noch mitnehmen. Können wir hier noch ein bisschen gucken, ob wir hier noch Kohle haben. Ja. Und das wäre es hier eigentlich an der Stelle. Gut. Dann können wir hier jetzt nämlich sagen. Wee, 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 wee. Und sehen gleich die nächste Kohle. Und können dann wieder zurück und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch. Und dann machen wir das hier genau das gleiche.
Naja, ob das jetzt wirklich schneller ist, weiß ich nicht. Es gibt zumindest dieses nervige Geplöppel nicht. Wir können auch eigentlich reihum das machen. Ich glaube, das wäre fast sinnvoller. Genau, ich glaube, das hier ist sinnvoller, weil wir dann nämlich wirklich schichtenweise runterkommen. Und dann Ressourcen, die wir halt unterwegs sehen, auch gleich mitnehmen können. Und nicht da und rumlaufen müssen. Ich meine, das andere wird es wahrscheinlich ein bisschen interessanter gestalten. Aber so sind wir auch nicht schlecht bedient. Und die nächste Schaufel. Schön. Ah, warte mal. Da haben wir hier noch eine Spitzhacke und vielleicht sollte man hier noch mal eine Fackel hinpauen. Pauen, genau. So wollte ich das. Vielleicht sollte ich mal auf einem Block bleiben. Ich glaube, das wird das Schaufeln massiv beschleunigen. So, dudum, dumti dumti dum. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich diesen Schotter alles so einsammle. Ich glaube eher, dass es bei mir ist, dass ich dahinter irgendwie irgendwelche versteckten Dinge vermute. Auf der anderen Seite, wenn wir später mal Schotter für irgendwas brauchen, dann haben wir ihn auf jeden Fall schon mal. Und mein Plan mit dem Schotter war ja quasi diese Schotterwege zu basteln. Noch eine Schaufel. So, dann würde ich die vier mal vielleicht, die vier vielleicht mal dahin hauen. Genau. So, sind wir aber schon fast durch. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, was davon jetzt schneller wäre oder schneller gegangen ist oder wie auch immer. Ist egal, aber wir haben es hinbekommen. Und dann haben wir diese hübsche Höhle eigentlich auch erkundigt. Und können eigentlich die hübsche Höhle auch schon wieder verlassen. Ich meine, eigentlich sind wir ja nur hier, weil wir auf dem Weg zur anderen Höhle waren, wobei ich da noch nicht so wirklich weiß, ob das überhaupt die richtige Richtung war. Weil eigentlich dachte ich ja, bin ich in eine Richtung gegangen, in die ich sonst nicht gegangen bin. Und das könnte im Prinzip genau die andere Seite gewesen sein. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Höhle hier ist auch nicht so schlecht. Also, sagen wir mal so, sie ist hübsch.
Das mit dem ganzen Wassergezuppel, das ist auch nicht so ohne. Ah, schau mal, was sich da verbirgt.